Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei Icarus. Ja, die erste Etappe ist fertig, Haus steht. Und jetzt will ich auf Stein aufrüsten. Dazu nur ganz kurz. Was haben wir da? 3. 9 für Dach und 6 für Fußboden. Und den Rest Wände. Dann fehlt noch. Ich würde meinen, bestimmt Stein oder sowas, ne? Oder Leder. Oder Nägel. Ich warte das mal ab. Ja, hier ist was los. Tiere. Krokodile sind lästig. Mal gucken, ob ich so einen Hammer gebaut kriege fürs Aufwerten. Faserstein. Ich gehe mal raus und muss die Steine holen. Der Bär ist wieder in der Nähe hier. Oh ne. Wo ist er? Ich sehe ihn zurzeit nicht. Da ist ein Wolf. Krokodil. Sind zum Glück im Wasser. Na gut. Also der Stand ist nicht ganz so optimal. Aufgrund von Besuch, ne? Ein bisschen laut bei mir. Das ist auch ein bisschen laut. Das ist ganz leise. Ruckelt mal ganz kurz. Bitte mal zu entschuldigen. Ja, ein bisschen besser. Muss ich mal offline kurz näher, was ich da. Ich habe meinen Anzug übrigens weggeräumt und mir den anderen angezogen. Mit Tarnung. Den guten Anzug will ich behalten. Zum Schluss näher will ich die Mission erfüllen. Möchte. Ein bisschen dauern wird. Entschuldigung. Jo. Nun geht der dann doch wieder los. Habe gerade Armor gegessen. So. Das, das. Mal gucken, ob wir jetzt ein Haar bauen können. Aufwerten. Herstellen. Gut, auf 9. Haben wir jetzt die Bodenplatten fertig und Dach. Und die Wände haben wir 6. Müssen auch 6 genügen. Machen wir sie erst im Boden, ne? Ja gut, das ist im Boden egal, wie rum die sind. 9. Stein. Dach wäre wichtig. Die größte Gefahr sind die Gewitter. Hase. Oder so ein Schrecken ein Jahr. So. Denn Gewitter sind nicht gerade harmlos. So.
weit weg. Aber auch die Pfosten würde ich erneuern, weil das auch gefährlich ist. Weil die fangen auch ganz gerne Feuer und dann, wenn es aufs Fundament geht, die aus Holz sind, ist es genauso gefährlich. Das tue ich mal zerstören. Dann haben wir noch Nägel. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass es gerade Nacht geworden ist. Also ich muss eine Fackel bauen. Nägel. Ich mache mal Licht an, ne? Ich weiß, dunkel kann man nicht sehen. Aber zu der Fackel bin ich noch nicht gekommen. So. Ah, das kommt auch noch. Nägel. 10 Stück. Nur wenn das auch noch verbessert wurde. Also einpacken, ne? Matthias, so hier. Zieht, kommen Mücken rein. So. Zack. Und er ist auch fertig. So ein Amos hätte man sich viele gewünscht, ne? Bei der Schmiede oder so. Von alleine arbeitet. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? Eine Sorge weniger mit dem Regen, mit dem Gewitter und Feuer. Aber ich kann auch kurz schlafen, ne? Zack, neuer Morgen. Ist draußen wieder hell. Da ist fertig. Hase. So, und? Da ist rüber, das können wir auch hier packen erstmal. Frühstück gibt es auch gleich. So, mal gucken. Da ist fertig, da auch. Dann machen wir außen. Krokodile. Achso, 9. Wieder alle. Wieder richtig lästig. Die sind ja so für Zerstörung aus. Was fehlt dafür jetzt? Steine. Ja, Eisen wird ja auch schon hergestellt. Die anderen sind ja leider kaputt. Mehr oder weniger. Und wenn ich überlege, was die Kosten in der Reparatur ist, ist das ja ein Wahnsinn. Der Koffer kostet über 150 Explosive Materie, wenn ich mich richtig erinnere. Das muss erstmal verdient werden, ne? Beziehungsweise gefunden werden. Ne, das ist einfach zu teuer. Das lohnt sich nicht, also. Das muss echt eine kurze Mission sein, wo man nichts bauen will. Und wenn ich jetzt immer mit dem Anzug rumlaufen würde, wäre der aber kaputt. Zwei, drei Unwetter und dann wäre hinüber. Hier vielleicht weniger, aber eine Wüste garantiert. Ach ja, dann können wir mal gucken, oder wie. Tja, ich
richtige Wunde bekommen. Die mit Pfeil und Bogen erledigen musste. Das war ganz schön heftig. So. Ah. F. Mal nicht zuhauen. Aber viel Fleisch. Das brauche ich, Junge. Viel wichtiger, so. Fünf Stück, das ist nicht viel. Stein haben wir jetzt genug. Was fehlt? Bestimmt Nägel. Dann muss ich gleich nochmal in der Höhle Eisen holen. Erst mein Gepäck leer machen, dass ich da Platz reinkriege. So. Das raus, das raus. Steine rüber. Ja, Fleisch. Das haben wir auch rüber. Platz, den wir uns einsparen können. So. Oh, ist fertig. Nägel sind fertig. Ich habe bisher fertig 6. Oder so viel. Ohne groß vorher gezielt war, machen wir 6 fertig. Ach, guck hier vor der Nase, das ist nicht gut. Da gehen wir nicht da draußen bauen. Denn der wird mir garantiert lästig. Dann gehen wir raus und laufen zur Höhle. Haben wir was fertig an Eisen? Oh, alles weg. Brauchen wir da noch ein bisschen was? Wir haben noch ein Erz. Das brauchen wir gleich für Reparatur der Picke. Genau vor der Tür, wenn man mich sieht. Ist das nicht so schön. Da muss man weglaufen oder komplett töten. So, da sind wir. Wie brauche ich das jetzt? Also Knochenfall ist gut. Der Stern ist schon gleich. Ich werde dir helfen, hier rumzukotzen. Ich kotze auch nicht. Tiefenbohrer ist hier Erz. Also da muss ich nochmal gucken. Dass ich da so früh wie möglich ein Ding herstellen kann. Das werden wir leben. So, was haben wir hier auch noch an? Kupfer haben wir hier echt viel, wie ihr seht, also. Aber kein Gold. Ich brauche mal so immer Eisen. Kupfer vielleicht für den Schrank. Und dann muss ich mal los an anderen Höhlen suchen, ne? Richtig, dann wir als nächstes die Betonschmelze machen, also Betonmischer und die Stahlschmelze. Damit er da nachher weitergehen kann. Denn die anderen Sachen brauchen wir eine andere Picke. Auf Stahl. Zum anderen kriegen wir glaube ich noch mehr raus.
Ich habe ja nur noch die große Sauerflasche dabei, das man nicht weiß. Sauerstoffflasche und Wasserflasche, das ist das Beste, was das geht nicht kaputt. Zumindest nicht so schnell. Ja, und das ist sinnvoll. Und die Dinge habe ich einmal gemacht für naja. Gucken, was da bringen, ne? Da müssen wir hin. Ob hier noch Höhlen sind, mal schauen. Aber erstmal absichern die Hütte. Unteren Bereich sind ein paar Dinge aussetzen. Da hilft die nächste Bank bauen und bauen. Und vorher kann ich noch eine weitere Höhle suchen mit dem Eisen. Bis hier muss ich noch einen Tiefenbohrer haben. Und das ist noch nicht so weit. Stahl und Kohle. Und wir brauchen ja hier Lithium ohne Ende. Kriegen wir nicht, aber Eis haben wir reinlegt. Ja, ich ist fast kaputt gepickelt. Vielleicht der kurz repariert. Und dann geht los. So. Ey, ist echt schon Tier. Jetzt sehe ich die erst. Das sind die berühmten 16 zum Anfang. Haha, gut. Jetzt haben wir eine Lungenentzündung gekriegt. Da müsste eigentlich auch eine Medizin für gehen. Muss mal gucken, was das ist. So eine Kräuterland bauen. Na gut. Ja, alle kaputt. Ein bisschen Eisen haben wir noch hier. Titan, einmal Titan und Kupfer habe ich hier. Das ist auch noch Titan. Und da ist nochmal Platin. Kupfer. Kupfer. Und die Tiefenquelle, da muss man schauen, ob das Ding gebaut kriegen. Das ist das nächste, was wichtig ist. Aber erstmal hauptsächlich Eisen. So, L. Kostet mir gerade richtig, brauchen wir Fleisch. Leder brauche ich vor allen Dingen. Fleisch haben wir genug. Der Bruder wäre mir eh lästig geworden. Irgendwo war hier noch eine Tiefquelle für Kupfer, für Gold. So, Licht. Dass ihr alle was sehen könnt. Erstmal Fleisch hier rein, ne? Also hier muss ich was tun. Das ist schlecht. Kein Holz da. Erstmal die Kohle hier reinlegen. Und die exotische Materie. Ich muss mir noch einen Schrank bauen. Dass ich immer das weiß, was ich mitnehmen will. Das ist das Problem auf Dauer. Erstmal nicht, ne? Brauchen wir nicht bauen. Zack. Das rüber. Knochen auch.
So, kurz. Habe ich mal eingepackt? Ja. Habe ich. Weil es aus Erfahrung, dass mir das schon mal passiert ist, dass bei Feuer, gut, auf Erde, die brennen in der Regel nicht weg, aber wie gesagt, an einem Fall habe ich mal so gehabt, dass praktisch die Hälfte des Hauses weg war. Wir sind leer soweit, bis auf ein paar Reste. Dann brauche ich noch Holz. Aber erstmal die Picke repariert und nicht vergessen. Und meistens bin ich da ein bisschen vergesslich. Dann haben wir das Problem, sind in der nächsten Höhle und haben keine funktionierende Picke. So Holz wollte ich haben. Baue nur ein Holz, ein Baum. Kolodomo, wie die Dinger heißen. Furchtbar, lästig. Aber die Krokodile sind noch schlimmer. Das ist nicht los. Und derzeit, wo das eingeschmolzen wird, gehe ich hoch und guck mir noch eine weitere Höhle an. Muss aber erst suchen, ne? Machen wir kein Feuer an. Ah doch. So. Zack. Und aktivieren. Dass alles durchgebraten wird. Und das ebenfalls. Das haben wir da rein. Und das läuft. Den tiefen. Also das Scanner hier. Den können wir hier lassen. So, dann die Lunge von dem müssen Geduld haben. Ich gehe erstmal Richtung die Ecke da hoch. Später werden wir an der Tür einbauen. So, 0. Rechts. Da muss auch eine Höhle sein oder eine Tiefenquelle außerhalb sein. Für die Zukunft, ne? Also kann man suchen. Keine Höhle. 80% Gemüse. Schwefel. Ah, hier oben ist eine Außenquelle, okay. Da brauchen wir auch den Bohrer. Aber immerhin, ne? Das ist die eine Höhle, da haben wir keine andere hier. Ich gehe mal hier lang an der Wand. Vielleicht finden wir irgendwas. Dann können wir für Gold schon mal einplanen. Dann brauche ich zwei Tiefenbohrer. Biokompass da hier und Kanister. Also viel, wie gesagt, viel Eisen erstmal. Eisen. Sind wir hier? Da will ich nicht groß rein. Aber vielleicht findet man genau hier vorne eine Höhle, aber unwahrscheinlich. Ja, hier ist kalt, ne, auch wieder ab. Da oben eine Erkältung weg. Wir haben schon Lungenentzündung. Aber es war ja nur mal, um zu ausschließen, dass wir da keine Höhle übersehen haben, ne? Aber wenn die Lungenzone weg ist, geht's. Da haben wir ein bisschen Ausdauer.
Wir haben können was essen. Dann können wir hier unten ein bisschen mehr. Ja, Leben kann man sagen, ne? Hier ist Kohle. Raumfaktor noch nicht so dringend. Immer Eisen. Stahl kann man nicht herstellen. Ah, ein paar Sekunden warten. Okay, ja. Ist die Tür auf? Nö. Meister Pets. Hab ich gehört. Bin ja eigentlich getarnt. Ist nicht ganz so gefährlich. Früher wird man ganz gut und ohne Mulpe. Springen ins Wasser rein und so, ne? Das ist bei Krokodilen nicht zu empfehlen. Die sind da eindeutig besser drauf als und weil er genauso giftig wie in der Wüste. Hoffe nicht. Aber Erinnerung, wo ich mal gelaufen bin vor langer Zeit, gibt es hier rechts die Höhlen. Oh, da unten. Hier könnte man die Chance haben. In der Höhle wird zumindest etwas sicher. Vom Sturm. Oder Regen. Hier gibt es viele Quellen, also viele Ressourcen. Das ist schön zu sehen. Oh, Kürbis. Das Anbauen, das lohnt sich gar nicht in der Zeit, die wir hier sind. Weil das ist ja nun nicht lange, ne? Wieder Bogen aktivieren. Viele Morim. Jetzt so vollpacken. Kriegen wir kein Erz mit. Jetzt wird Inventar voll. Teile. Also hier soll man überall hingehen können, ne? Nur macht ja in dem Sinne keinen Sinn. Weil so viel Zeit haben wir gar nicht. Ah! Schon mal einen gefunden. Na, wo kommen die raus? Zumindest haben wir eine große Höhle, wie es aussieht. Hier gibt's Gold. Tiefenquelle. Jo. Das sieht nach Kupfer oder Aluminium aus. Hey, noch einmal sehen. Aber ich brauche mal Kupfer, Eisen. Wenn mein Gepäck nicht voll wäre, alles Eisen abgebaut worden wäre, würde ich hier auch Kupfer nehmen. Das scheint Aluminium zu sein. Kann aber täuschen, mal gucken. Schwefel. Kupfererz. Ah, Kupfer, das ist gut. Kupfer brauchen wir in großen Mengen. Haben wir eine Goldquelle, eine Eisquelle und eine Kupferquelle. Dann brauche ich mal drei Tiefenbohrer, drei Kanister. Und ich will Eisen. Hat den Vorteil, wir müssen nicht lange suchen, ne? Ressourcen vor Ort haben.
man nur Geduld haben. Brauche ja eine Weile, bis es abgebaut ist. Ne? Die Sichel da lassen können. Oh, schön Überlänge. Das ist aber schon dankbar, dass die reinschauen. Tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier bei Ghost. Tschüss.